Na toll. Out of Holz, würde ich mal sagen. Dann würde ich mal hier sagen, Knochenmehl. Du kommst zum Einsatz. Und blub. Ja, boah, ja geile Makrele. Aber das passt hier gerade irgendwie. Ich freue mich darüber. Schneebälle erstmal ablegen. Na, vielleicht mache ich erstmal aus einigen Schnee. So. Weil ich glaube, das ist ja auch irgendwie so eine Challenge, dass man Schneemänner bauen soll. Ein paar hebe ich mir noch auf. Mache ich erstmal hier wieder den. Naja, ich wollte schon wieder sprinten. Aber das ist hier auf Skyblock etwas hinderlich. Zaun. Ein Gatter. Aber das zweite fehlt noch. Und das mache ich jetzt. Also über den Mammutbaum freue ich mich zwar, aber er ist etwas behindert. Naja, nicht behindert, aber. Ja, er ist nicht ganz leicht abzubauen, weil die Hälfte runterfällt. Ah, Hilfe! Und er ist natürlich auch noch genau auf der Kante gewachsen. Na, nicht ganz. Ach, Mist. Komm her. Oh, das ist eine richtige dumme Arbeit. Ja, wie gesagt, die Hälfte fällt runter. Trotzdem haben wir immer noch eine größere Ausbeute als beim normalen Baum. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir runterfallen, beträgt sehr hoch. Und das war wieder ein so mega geiles Deutsch, dass ich mich jetzt am liebsten selber schlagen könnte. Nein! Wieder ein Holz weg. Hier vielleicht irgendwo noch Holz. Holz, da Holz. Und runter und runter und weg. So, den da, den. Na nee, gut. Der muss ja auch irgendwie mal verschwinden. Da! Weg, weg, weg. Oh, wenn es so geht, wie ich es vermute. Ja! Nein, sag bitte nicht, dass der Apfel auch runtergefallen ist. Ich habe nämlich gerade einen Apfel gesehen. Komm schon. Da ist noch ein Holz. Nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Na, mit einer Spitzhacke abzu. Tragen ist nicht wirklich sehr schlau. So, das müsste jetzt eigentlich alles sein. Nein, da ist noch was. Das war's jetzt aber. Jetzt fallen nur noch Setzlinge runter, aber davon haben wir jetzt etwas mehr als genug. Da machen wir mal eine zweite Wartungstreppe. Und ja, sind wir jetzt wieder hier oben und der Baum ist abgetragen. Alter, 7 Setzlinge. Cool. Also ich glaube, ich werde mich auch definitiv irgendwie zum Festland rausbuddeln mit der Zeit. Ja, vielleicht noch den Grund auch machen, warum ich das Ganze jetzt gemacht habe. So, weil ihr habt ja gesehen, ich vertrudel einfach viel zu viel Erde. Und das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Ja, und der Stock passt ja da perfekt. So, Zauntor. Juhu. Und es passt auch sehr gut, weil jetzt Nacht wird.
Toll. Ich hoffe, die kommen da nicht vorbei. So. Machen wir es mal noch so. Dass das Ganze noch ein bisschen breiter wird. Und tack, tack, tack. Komm. Dann als nächstes kruscheln wir hier noch die restlichen Blätter weg. Und dann haben wir 11 Setzlinge und freuen uns. Und ich sollte vielleicht endlich mal alle Erde wegtun da. Aber das kann ich nicht gut. Ich habe 22 Erde, das sollte aber im Prinzip reichen für ein paar Bäume. So, dann würde ich sagen, machen wir noch die Nacht, dann mache ich mal eine kleine Aufnahmepause. Ja, obwohl vielleicht, also das habe ich jetzt gerade so irgendwie spontan beschlossen, mache ich einfach Skyblock immer dann, wenn mir gerade danach ist. Also wenn ich jetzt gerade zum Beispiel keinen Bock auf Let's Play aufnehmen habe, irgendwie so, also die normale Let's Play Welt oder gerade auf Anno oder so, dann haue ich immer mal einen Skyblock rein. Na? Wie findet ihr die Idee? Schreibt's in die Kommentare, wie ihr die Idee findet. Und was haltet ihr von der Idee, wenn wir den Creeper runterhauen? Was haltet ihr von der Idee, dass die Idee, die ich hatte, scheiße ist? Jetzt musste ich sagen. Der hat mir nämlich meinen ganzen schönen Plan zerstört. Ich finde ich aber blöd. Ich mach's jetzt einfach so. Toll. Ach, meine ganzen schönen Pflastersteine alle kaputt. Jetzt muss ich erstmal wieder farmen gehen. Und es ist natürlich wieder das Spannendste der Welt. Aber ich will eigentlich nur die Lücke füllen, solange noch Nacht ist. Das ist natürlich auch sehr schlau, wenn Monster und so weiter das spawnen können. Aber ich mache das dann jetzt dann so. Es ist eigentlich richtig... Dummer geht's eigentlich kaum von mir. Dann 1, 2, 3, 4, 5. Nein, nicht 5, sondern 6. Und dann so, und so. Dann haben wir noch ein Zauntor. Aber eigentlich bräuchten wir 2. Deswegen machen wir noch mehr. Hauen noch ein paar Bretter rein. Machen Stock. Brett. Trittbrettfahrer. Och nee. Muss das sein? Naja, also die prickelste Idee ist... Ja, die prickelste Idee ist definitiv nicht. Da sollte ich vielleicht noch irgendwie eine Mauer oder so hochziehen. Ne, mit Schneebällen bewerfe ich die jetzt nicht. Ich mache jetzt mal eine Aufnahmepause. Wie wär's? Noch ein Creeper. Das ist eine kleine Spawnfläche und trotzdem spawnen da so viele... Jetzt noch ein Zombie. Heilige. Also, ich würde sagen, wir belassen es dabei, dass es so ein kleines Neben-Let's Play ist, das immer mal wieder so kommt. Wenn es kommt, dann kommt's. Und dann verabschiede ich mich mal für diese Aufnahme. Die nächste Aufnahme wird dann... Ich hoffe es wirklich und ich kann es nicht versprechen... Aber ich will es euch am liebsten versprechen, aber ich kann es euch nicht versprechen. Kurz und knapp auf den Punkt. Die nächste Aufnahme wird dann das Serverlet Show hoffentlich sein.
Und das wird nicht lange dauern. Vielleicht wird es sogar ein Together, wer weiß. Ja, es wird vielleicht ein Together. Und darauf folgt dann das Anno-Let's Play, worauf ich mich schon wirklich freue, weil ich hab's vor einer Zeit lang gesuchtet, dann hatte ich keinen Bock mehr. Aber jetzt inzwischen, jetzt hätte ich mal wieder Bock drauf. Jetzt kann ich auch bestimmt nicht mehr alle Tricks und Kniffe. Ganz sicher. Sag mal, läuft da gerade im Hintergrund die Minecraft-Musik? Keine Ahnung. Das ist mir jetzt aber auch egal, ne? Also, dann bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss. Und es ist wieder Let's Play-Zeit. Und jetzt frage ich mich gerade. Verdammt. Das. Ja, gut, das ist mir jetzt egal. Also, willkommen zu meinem Skyblock-LP. Zurück. Willkommen zurück, sagen wir es. Ja, ganz normal, ganz lässig. Etwas leiser, aber gemächlich. Und links oben seht ihr die Framerate. Warum die bei mir auf 60 ist, habe ich keine Ahnung. Fragt mich bitte was anderes. Also, das Infovideo sollte schon lange rausgekommen sein, wenn dieses hier überhaupt ist. Naja, ich bin etwas enttäuscht, aber na gut. Kann man noch so verkraften. Und ich sehe, es ist Nacht und. Ich brauche erstmal Schneebälle. Ich wollte zwar eigentlich keine Schneebälle einsetzen, aber. Das ist eine Ausnahme. Heilige, ich würde am liebsten echt nur Spinnen killen oder irgendwie sowas, aber. Guten Tag. Ey, das ist doch mal richtig putzig. Putzig. Und Sheila. Heilige Makrele. Ey, Dummheit sieht man. Tötet. Also immer schön klug bleiben. Der Spruch war so schlecht, Mann. Der war so schlecht. Heilige. Ich weiß, was ich als erstes tun werde. Erstmal die Updates von 1.2.4 betrachten, denn ich spiele bereits auf der. Juhu, Freude. Ich habe momentan noch keine Mods drin, weil mein geliebter Backpack-Mod ist noch nicht geupdatet. Ja, aber hier ist es ja relativ Wurst, denn hier brauchen wir keine Mods. Ich wollte eigentlich das jetzt. Ja, doch, Stein habe ich. Eine neue Schaufel, weil die geht nämlich gleich kaputt. Dann gehen wir ein bisschen raus und tu die Erde weg. Aber vorher farm ich noch mal ein paar Cobblestones. Ist jetzt vielleicht endlich mal bald die Nacht vorbei. Und warum tut jetzt auch noch ein Skelett da draußen? Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Naja, gut, ich bin hier drin ja relativ in Sicherheit. Ich spiele ja nicht irgendwie auf normal. Naja, eigentlich ist es schwer, erst richtig gefährlich. Da ja Zombies schon seit der 1.2.3 oder schon seit der 1.2.2 können ja Zombies jetzt auch auf schwer die Türen einschlagen, zumindest Holztüren. Und ja, das ist nicht schön. Kann ich gleich dazu sagen. Ich finde auch allgemein dieses Update 1.2.2 oder 1.2.0 finde ich allgemein eigentlich nicht so gut gelungen. Also jetzt mit den ganzen Holzarten und so weiter ist schon richtig geil. Aber ich finde, ja, wenn man wirklich die Monster auf hart haben will oder wirklich anspruchsvoll, dann, Entschuldigung, dann sollten sie aber auch im Hardcore-Mode dann so bleiben. Weil ich finde, sie sind nicht schwer zu besiegen. Aber sie spawnen einfach viel zu viele. Verdammt. Jetzt habe ich den Rhythmus wieder nicht. Jetzt bin ich wieder drin. Naja, also wie gesagt, sie spawnen einfach viel zu viel und für mich, ja, ich weiß nicht, also für viele hat das was mit Minecraft zu tun. Für mich, ja, für mich ist Minecraft bauen und nebenbei Monster abkillen. Einfach Minecraft, aber nicht die ganze Zeit, wenn man in den Höhlen ist, da rumkloppen. Gut,
Haben wir eine Zeit, wieder ein bisschen mit reden? Oh yeah. Es ist, nein, das ist die falsche. Ja, doch, passt schon. Hier geht's raus.